zum Hut zu tragen. Genau. Genau. Es fehlt nur noch die Waffenlizenz, ich sag's ihm. Gibt's auch. Da gibt's Waffen, da braucht man Lizenz dafür. Oh Gott. Ja doch, die Pump-Action, soweit ich weiß, die genau. Abgesägte. Gut, aber bei den Waffen bin ich auch ehrlich gesagt froh, dass sie nicht jeder Hans und Franz haben kann. Warum? Bei den Idioten, die hier rumreiten, wollen sie doch, dass sie eine Pump-Action rumlaufen? Naja, das ist ein Argument, ja. Wir brauchen die Shotgun hier für die Wölfe. Und den Puma. Ja, den Puma. Der ist aber immer da hinten. Er kommt nicht so nah wie die Wölfe. Sollen wir uns um den Puma einmal kümmern, oder? Ist wie sie wollen. Wir schießen den bei Gelegenheit immer ab. Mhm. Das macht Spaß. Also gestern haben 4 Pumas auf dem Lagerfeuer gegrillt. Bitte was? okay. Haben die Marshmallows mit den Shotguns gegrillt, ja. Geht's ja jetzt wieder besser. Ich muss mir gerade vorstellen, wie die hier so einen Hirschbock legen, die so die Pumas, und dann kommen sie hierher und braten das Fleisch. Und erzählen sie von ihrem Tag. Ja. Also ein Puma-Tag ist anstrengend. Ja, überleg mal, wie oft er abgeschossen wird. Naja, er kriegt anscheinend sehr schnell wieder Junge, dass das immer die ganze Zeit passiert. Ja. Ich weiß ja nicht, wie die schnell wachsen. Naja, kommt drauf an, wo die ihren Bau haben, ne? Naja, das ja auch. Ist vielleicht irgendwie da hinten Katzenminze angebaut oder so, dass die da deswegen immer kommen. Ach, gib zu, ihr pflanzt mit Absicht Katzenminze, damit die extra herkommt und irgendwo schießen könnt. Nee, da hinten stehen so ein paar Pflanzen, die nicht von uns sind, deswegen. Die sind vom Kutschenmacher, nicht von uns, die haben nichts damit zu tun. Ach so, also der Kutschenmacher hat hier solche Geschäfte am Laufen. ja. Ich hole mir Durchsuchungsbeschluss, ich sag's euch. Naja, rein theoretisch, das Pferd könnte nur die Hoffnung haben, dass er da ist, weil der ist meistens in den Bergen. Oh. Ja. Macht ja auch Sinn, der Kutschenbauer in den Bergen, ne? Mhm. Mhm. Ja, das sind ganz Bilder. Ja, baut er die Kutschen da zusammen, schäft die dann da runter oder wie macht er das da? Ne, der holzt das ab. Der überlässt die Arbeit den Pumas. Ja. Die ziehen die Kutschen dann hier runter oder was? Schon möglich. Interessierte Pumas. Ich stell mir das gerade vor, so eine Kutsche, die von großen Pumas gezogen wird, hätte was. Wir brauchen aber mehr als einen. Aber sie brauchen nie wieder Angst haben, dass sie überfallen werden. Das stimmt. Ja. Ist so eine Sonderzüchtung, weißt du? Wo die Pumas dann nochmal irgendwie um das Fünffache wachsen. Steht da ein Pferd auf dem Dach? Also, nee. Nee, das ist weiter hinten. Optische Täuschung. Ja, wenn ich von hier gucke, sieht es sehr interessant aus. Ja, aber das steht auf dem Boden. Perfekt. Hätte aber was. Ja gut, aber ich wollte gerade sagen, wäre die Frage, wie zur Hölle kommt das Pferd da hoch? Ach, aber hier passieren Sachen, die sind sowieso ein bisschen mysteriös. Ja, ich habe schon mal gehört. Die aufschreckt, ne? Also dann können die schon hochspringen, ne? Ja, oder sehr intensives Training. Also ich habe gehört, Treppen können Pferde hochlaufen, nur nicht runter. Das ist sehr praktisch. Okay. Wie will man das Pferd denn da runterkriegen? Man kann es ja schlecht hochheben. Oder mehr gesagt, runterheben. Also hochlaufen können sie von selber, nur runter halt nicht. Ja, deswegen ja, sollen wir die dann versuchen, hochzuheben oder runterzuheben, oder wie? Ich würde es nicht, mein Rücken macht es nicht mit. ein ganzes Pferd anzuheben, ich glaube, das macht keinen Rücken mit. Also ein Puma-Rücken bestimmt. Also ich habe es noch nicht probiert. Oder man sagt doch immer, man ist so breit wie ein Bär. Vielleicht kommt daher der Spruch. Das hat was eher mit dem Alkohol zu tun. Meinst du? Bestimmt. Mit Alkohol kenne ich mich aus. Und man dann denkt von der Betäubung vom Alkohol, dass man das dann so stark ist. Ja, Alkohol-Zigaretten, das ist gesund. Oh mhm. Ja, warum dürft ihr dann im Dienst nicht trinken? Das verstehe ich nicht. Wir müssen, dann ist das Ziel nicht mehr so einfach, glaube ich. Richtig. Richtig, ja. Also... Ja, aber ihr merkt dann auch nichts mehr, wenn ihr getroffen werdet. Das ist richtig, aber es bringt mir ja nichts, wenn ich aus Versehen meinen Kollegen umschieße. Audi. Hallo, Niki. Hallo, weil ich den verwechsel mit dem Banditen oder so. Man sieht ja alles doppelt, ne? Das ist richtig. Ja gut, bei der Kleidung, die teilweise alle tragen, verwechsel ich mit dir auch sehr schön. Selina, möchtest du eigentlich dann mitkommen nach Saint-Denis oder möchtest du hier noch sonst was machen? Ich war da schon mal gewesen. Okay. Na gut, jetzt kein Geld für sowas. Ich dachte, wir wollten heute zum Ausstatter. Ach ja, genau. Mann, oh Mann, mit deinem Kopf ist es aber auch nicht mehr weit her. Ja, ich wollte sagen, was wollt ihr denn sollen? Ich sag nur. Ja, wir wollen mal zu dem Ausstatter gucken, was es so gibt. Aber wir reiten erst nochmal zurück nach Strawberry, reiten hoch zu den Moons
holen Bill ab und dann reiten wir nach Saint-Denis. Oha. Also wir haben heute viel vor. Da reite ich aber bei dir mit, bitte, ja? Kannst du gerne machen. Klingt auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Oh Gott, ich hab ja jetzt schon Angst. Warum? Ich glaube, dann wechsle ich mein Pferd nochmal, weil ich glaube, mein Scheier ist dann vielleicht nicht so schnell. Wir haben es ja nicht eilig. Ja, wollte ich gerade sagen, wir haben es doch nicht eilig. Der Scheier nimmt außerdem Wölfe mit, so wie ich das mitbekommen habe. Also von daher passt das doch. Kann man schön umreiten sonst. Ja, warum nicht, ne? Ich meine, Scheier versus Wolf. der Scheier gewinnt. Oh, was macht denn eure Kollegin Lisini? Unsere Kollegin Lisini, die haben wir jetzt ein paar Tage nicht mehr gesehen. Die wollte mit dir sprechen, aber war da, wo du nicht da warst. Ja. Klassiker. Ich glaube, die wollte vielleicht dir ein Telegramm schreiben. Sonst hatte ich ihr gesagt, du bist um 21 Uhr da. Ja. Aber sonst weiß ich auch nicht weiter. Jetzt hat sie um 21 Uhr Pech. Jetzt bin ich hier mit Mitch verabredet. Genau. Wisst ihr, in welche Richtung sie zu euch geritten ist? Zurück nach Amadillo oder in eine andere Richtung? Kann möglich sein, dass sie wieder zu Amadillo gegangen sind. Wo sie da waren. Weil sie hatte nach ihrem Pferd gefragt. Ist halt die Frage, wann war das? War das vor 2 Stunden? War das vor 1 Stunde? Also es war länger als vor 1/2 Stunde, weil vor 1/2 Stunde waren also wir noch in Strawberry. Vor mehreren Stunden, da wo die Nativ ganz kurz da waren. Also auf jeden Fall eine ganze Weile jetzt, ja? Ja. Okay. Das heißt, wir können ja Spuren schon so... gut, aber Dillo war es jetzt definitiv nicht weiter. Soll ich mir sonst das notieren vielleicht? Sonst, so schnell kann ich mir das auch nicht alles merken. Alles gut, ist nicht schlimm. Dann halten wir mal eben fix am Dillo zurück, würde ich sagen. Vielleicht ist er ja da gerade. Wäre super praktisch. Ja, kann ich mal gucken. Ich bin froh, dass es euch soweit gut geht, bis auf Puma. Ja, also aktuell können wir uns nicht beschweren. Ja, sehr schön. Also sonst, wir nehmen alles auf. Ne? Ich habe ein schwarzes Notizbuch, da wird alles rein notiert. Sehr gut. Hör mir auf mit Puma und Wölfen. Kann ich nicht mehr hören. Ja. Ich hatte eine Begegnung heute wieder mit Wölfen. Danach durfte ich zum Arzt, weil das Pferd mich abgeschmissen hat. Oh. Aber von Sini, das Pferdchen ist schon Puma erprobt. Okay. Ja, gut. Kann ich schon sagen. Also morgen züchte ich einen Trabanter, ne? Weil vielleicht der Herr, der ja gestern mit dem anderen Herr da war, vielleicht einen Trabanter haben will oder einen Scheier. Das werde ich dann noch sehen, wenn er mir ein Telegramm schreibt. Und wie viel kostet bei euch ein Trabanter? Das muss ich noch rechnen. Das hatte ich bis jetzt noch nicht. Aber, okay. Ja, mal gucken. Kommt doch drauf an, ob die Züchtung sofort klappt oder nicht. Mhm. Und dann noch Training. Ob der Hengst wirklich ein Hengst ist. Ja. Ja, gut, dann kommen ja noch ein paar Sachen dazu und je nachdem, ob es geschlagen werden soll oder nicht, ob es trainiert, also auf jeden Fall trainieren. Ja. Ja, okay, dann komme ich definitiv nochmal vorbei und frage nochmal nach. Ich muss ja sowieso wegen der Pflanzenlizenz hier nochmal vorbeikommen. Wegen was? Der Pflanzenlizenz, neue Stadtgesetz in Amadillo so. Ich darf die nicht rausgeben. Also, das ist eine richtige Einstellung. Ich schön meine Mohnblume hier in Ruhe. Bitte was? Das immer was? Pflanzen. Die werden konfisziert, so. Wo sind die? Da steht sie doch. In was? Dem blauen Hemd. Das ist die Mohnblume. Ja, wo soll ich denn das wissen? Ja, schauen Sie sich die doch an. Hier kann man doch süchtig werden. Oh Gott. Das kann ich jetzt natürlich nicht bezeugen. Da müsste ich sie schon besser kennenlernen. Wir sind gleich weg. Dann habt ihr genug Zeit, um euch kennenzulernen. Viel Spaß. Ich merke das schon, wenn ihr schon wieder die Taschen durchsucht, alles klar. Genau, ich muss sie mal sehr eindringlich durchsuchen. Genau, wenn ich sie viel besser kenne. Mitch, lass uns schnell weg. Ja. Das spiel dir dann ja nur, dann spielst du rein. Weil bei eindringlich muss ich dringend weg. Gut, ich hole meine Sorge, ich bin auch sehr sanft. Oh Gott. So, alle hopp. Gut, dann reiten wir erstmal nach Strawberry. Ja. Bis später. Bis später. Viel Spaß, reitet vorsichtig. Machen wir. Viel Spaß. Komm, hier darfst du aber schnell vorbeirennen. Ich habe immer Angst vor diesem scheiß Puma. Ich bin doch da, passiert nichts. Oh, das sagst du so. Ja. Ich habe sonst auch noch eine Schrot, die gut ist. Und ich habe eine bessere Munition sonst noch geholt, die etwas besser mit der Reichweite ist sonst.
Meinst du diese Slug-Munition? Ja. Da musst du dich mal mit Bill unterhalten. Also ich habe mir die schon geholt. Sehr gut, sehr gut. Hatte ich mir in Rhodes geholt, ausnahmsweise mal. Das hätte ich sie bei Bill geholt, aber der war nicht da in dem Moment. Erzähl nicht so viel von Rhodes. Da könnte Bill das irgendwann mal mitkriegen und dann wäre er böse. Ja, Billy will dahin, ist nicht mein Schuld. Ich brauchte aber die Munition, tut mir leid. Wer hat denn das sagen, du oder Billy? Das ist unterschiedlich. Aha. Oha. Billy, dein Freund? Ja. Okay. Ja. Ja. Ja, unser kleiner Mexikaner hat uns einfach verlassen, ne? Ja, das habe ich schon gestern. Aber warum? Was ist passiert? Oder weißt ich du? Ich weiß es nicht. Ich war ja in Urlaub. Ach so. Bei mir hat er sich nicht wirklich abgemeldet in der Richtung. Ich kann dir echt nicht sagen, wieso. Vielleicht solltest du ihm mal ein Telegramm schreiben und fragen, was der Blödsinn soll. Nö. Ich weiß nicht, ob er das in Mexiko kriegt. Nö. Ach so. Naja. Nee. Das mache ich auch nicht mehr, hier irgendwelchen Leuten hinterherrennen. Oh, was geht denn hier für eine Schweinerei ab? Ja, ist meistens. Wollen wir am Manzanita-Post vorbei? Wohin? Sag mir nichts. Also hier links hoch zum Manzanita. Na gut. Nein, na gut. Grizzlybär meistens. Naja. Gut, dann reiten wir anders herum. Ja, bitte. Kein Problem. Das ist nichts für mich. Ich vermeide sie auch meistens, die Straße da oben. Also ich krieg auch richtig Herzrasen da, ne? Was, ehrlich? Ja, also ehrlich, mir klopft mein Herz bis zum Hals. Das kann ich nicht. Ich wollte hier links hoch. Und reit mir an der Farm wieder vorbei. Hast du denn Geld dabei, Niki? Nein. Gut, ich gebe dir ja noch $250 für das Pferd. Für den Mr. X. Ja, warte mal eben. Ach, schade. So schnell weg. Ich wollte wissen, was das ist. Oh, dann gucken wir mal. Nee, ist schon gut. Morgen. Alles morgen. Ja, das sind alles morgens. Gut. Manchmal ist ein anderes Pferd mit dabei. Ja? Du verwirrst mich, wenn du hier so komisch hin und her reitest. Welches denn? Das weiß ich nicht. Ich habe nur gesagt, dass da ein anderes Pferd, also die war größer. Ich wollte dich nicht verwirren, ich wollte nur, weil Niki gucken wollte, was da für Pferde sind. Das ist auch ein Morgen, oder? Ja. Aber ein schöner. Mhm, gibt's auch schöne. Schade, dass er nur so klein ist. Stehen auch immer da, wo sie nicht stehen sollen. Ja, manchmal direkt im Weg, ne? Ja. Hier ist auch noch kaum einer da, ne? Also doch, vorhin waren welche waren ganz schön viel hier los. Also ja? 4-5 Leute bestimmt.
Wir sind nur zwischendurch mal da. Wer weiß, was die sonst so machen. Na gut, wenn wir unsere Tiere trainieren, dann haben wir auch das Lämpchen aus, ne? Da war ich heute schon viel. Aber ich habe halt trainiert, ne? Was hast du denn trainiert? Dein Pferdchen. Ah, okay. Ist schon sehr mutig. Prima. Wir sind heute an Schlangen vorbei. Hier sind mir auch mal Wölfe entgegengekommen. Musst du aufpassen, aber jetzt um die Uhrzeit dürften eigentlich keine hier rummachen. Ah, was sagst du, die haben mich zum Fressen gern, du. Ha! Wer nicht? Gut, dann würde ich vorschlagen, reiten wir erst einmal zu Jackie und Wesley, also zu den Moons. Gucken mal, was die so haben, wenn die da sind. Dann reiten wir kurz zu Bill, nehmen ihn mit, wenn er Zeit hat. Und dann reiten wir zur Distille, dann hole ich Geld und dann können wir nach Saint-Denis. Hier kommen noch gleich die schwarzen Braunbären, ne? Die Schwarzbären, oder? Manchmal, aber ich glaube jetzt nicht. Schade. Da hätte ich gleich meinen Fohlen gerufen. Vielleicht hast du ja Glück bei der Distille. Bei den Moons. Das, oh ja, oder bei uns an der Distille. Da rennt auch manchmal ein Schwarzbär rum. Den haben wir Bruno getauft. Naja, aber bei den Moons kommt auf jeden Fall. Da trainiere ich gerne. Okay. Wenig los im Moment, ne? Vorhin war mehr los. Emmett war da, da waren die Leute von Rots waren da. Bill war da, also der kleine Bill. Aha. Oh, warte mal, warte mal. Warte. Was ist? Oh, Pferd. Pferde angucken. Sie hat eigentlich ein Fernglas, das wäre einfacher. Ja, aber gut. Scheinen alles normale Pferde zu sein. Ja, ist selten, dass du mal vielleicht jemand ein anderes siehst. Ist okay. Und was waren das für Pferde? Ach, nur Kentucky-Sattler. Und ein Tennessee Walker, glaube ich, war dabei. Ja, ja. Das will doch keiner haben. Aber so als Leihpferd wäre das doch vielleicht interessant, wenn einer sein Pferd abgibt zum Trainieren. Siehst du, die haben noch nicht mal Angst. Die wissen, dass uns will keiner. Das kann auch sein. Elena wollte noch einen Pferdeanbindepfosten holen. Aha. Für vorne. Eine Überlegung, weil Selina sagte, man könnte vorne, wo das Lagerfeuer ist, noch was hinpacken sonst.
Weil da öfters eher welche stehen als hinten. Ja, aber das Problem ist, die Pferde, die rennen sonst auch durchs Lagerfeuer, ne? Na, guck. Emmet. Hallo. Ja, grüß euch. Ja. Oh mein Gott, das ist ja so schnell sieht man sich wieder. Ja, hallo. Schatz, der hier auftaucht. Hallo. Ja. Grüß dich. Ich grüße euch auch. Lange nicht gesehen. Ja, war ja auch im Urlaub, ne? War sehr, sehr schön. Ach, stimmt, ja, du warst im Urlaub. Seid ihr auch hier zum Shoppen? Ja, Niki ja, wollte mal gucken. Ja, wunderbar. Fips braucht auch noch was. Ich muss mich umziehen, ja. Ich werd blind. Ich bin blind. Was braucht die Leuchten denn? Die leuchtenden Farben von dem, von der Sachen. Entschuldigung. Ist gut jetzt, Emmett, ne? Ich krieg's nicht aus dem bisschen zusammenreißen. Nur ein bisschen. Du bist nicht aus dem Kopf. Soll ich dir rausprügeln? Also, Emmett, heute bist du wieder sehr, sehr lustig. Sollen wir lieber zur Seite gehen? Oh Gott, besser. Oh Mann. Geht schon wieder los. Eieieiei. Was magst du haben? Da vorne sind noch die Herrschaften, die von der Ranch sind. Sind das die? Ja, das sind die. Die haben immer dieses Türkise oder was ist da in so viel Farbe. Ich glaube, diese kleine Laterne, das müssten die sein. War nicht gerade nur von Eimerhauen zu gesagt? Ja, wenn die anfangen, finden die kein Ende. Naja. Ja. Hauptsache, wir brauchen keinen Arzt holen. Und selbst wenn, auch nicht schlimm. Hier vorne diese beiden Liegestühle mit dem Schirm, das wollte ich mir noch holen, wenn es dann soweit ist. Die sind bequem. Wollte ich dann bei uns hinstellen, damit man die Leute angucken kann, wie sie immer zu schnell da entlang reiten können. Dann kann man ein Lasso werfen und die runterholen vom Pferd. Wesley, du solltest dich viel mehr um die Kunden kümmern, so nicht verprügeln. Ich glaube, der ist gerade im Kampf. Hallo. Und? Hallo. Hallo, da sind Kunden. Die haben schon gesagt, die warten auf ihre Tochter und kommen dann zu uns. Ach so. Ja, wenn ihr euch hier rumwappt. Also in das eine Zelt kann ich gar nicht reingehen. Ups. Mr. Moon. Ja. In das eine Zelt kann ich gar nicht reingehen. In welches? Ja, in das kleine hier oben. Ja. Ja, gut. Wissen wir. Das ist ja ein Ding. Ja, ist schon an die Hauptstelle vom Gewerbeamt weitergegeben. Ah. Schon lange. Aber wir hatten ein paar nette Kunden, die haben das Zelt trotzdem gekauft. Also denen war das egal. Die haben gesagt, wenn man den Schlafsack erst ausrollt und dann das Zelt drüber aufbaut, kann man trotzdem super drin schlafen. Aha. Also. Kann man mal sehen. Ja. Ja. Du wolltest auch shoppen heute. Ja, aber ich glaube, ihr habt keine Zäune, ne? Nee, wir haben höchstens noch einen in der Auslage. Was heißt in der Auslage? Den hab ich gebraucht angekauft. Ach so. Wenn du Glück hast, ist da noch einer drin. Ja, ein Zaun ist noch drin. Nee, der reicht ja nicht. Nee, ansonsten haben wir leider keine. Weil baut ihr die dann irgendwann mal? Ich kann es mir notieren und das dann mal anbringen beim Gewerbeamt. Das wäre sehr schön. Würdest du die dann auch aufbauen? Wie meinst du aufbauen? Ja, wenn ich die hier kaufe. Ja, wenn du die kaufst, lege ich dir eine Aufbauanleitung dazu und dann baust die selber auf. Ich hab zwei linke Hände. Na, das ist kinderleicht. Ich hab das alles in den Bauanleitungen, ist das alles immer schön mit Bildern beschriftet. Zur Not reitest du einfach mit und zeigst Niki, wie sie es machen muss. Ja, genau, das kriege ich. Das können wir schon machen. Weil wir wollen gerne unseren Puma, der immer da hinten aus der Ecke kommt, den wollen wir gerne eingrenzen. Ah, okay. Wollen also sozusagen ein Puma-Gehege bauen. Ja. Dann können wir vielleicht sogar Eintritt verlangen, wenn die Leute den Puma sehen möchten. Ja.
ob das nicht mal schief geht. Aber gut. Ja, aber so ist es einfach zu extrem. Ja, glaube ich. Nach jedem Reiter, der kommt, ich weiß nicht, wie viel die machen ja Schakalaka ohne Ende. Ja, gestern haben sie 4 Pumas gegrillt. Ja, wir waren ja gestern unten. Ach so, ja, richtig, genau. 3 oder 4 lagen im Feuer. Ja. Ja. Nee, das waren 3 Wölfe und 1 Puma. Okay. Verbrannt sahen die alle gleich aus. Ja, ja, das ist normal, aber das sind 3 Wölfe gewesen und ein Puma. Wann hättest du gesagt, waren 4 Puma? Wieso? Nein, aber nach jedem Reiter kommt gefühlt ein neuer Puma. Oje. Ja. Fleißige Tierchen. Wirklich. Ja, glaube ich. Wie die Kanickel. Nee, aber Zäune haben wir aktuell leider nicht im Angebot. Mhm. Aber so, sobald wir mal unsere Schulung in der Uni haben, da sehen wir Mr. Callahan, ja, dann werde ich es mal anmerken. Der war vorhin in Strawberry. Ja, ja, meine Frau schreibt Telegramme. Naja, gut. Okay. Der ist ziemlich oft in Strawberry, der wohnt ja auch da irgendwo in der Nähe. Hat ja, im Hotel hat der Emmett, glaube ich, gesagt. Genau. Hat da ein Zimmer. Ja, das ist so. Na gut. Okay. Ja, willst du dich erstmal einfach umschauen oder brauchst du nur Zäune? Nee, ich brauche nur Zäune. Ich mach ganz kurz ein Lagerfeuer, ne? Ja, wie gesagt, ich hab nur den einen in der Auslage. Mehr kann ich leider, mit mehr kann ich nicht dienen. Wenn man mit dem Geld, das ist aber auch, also ihr seid ja auch. Wieso? Ihr habt das Geld hier so offen drin liegen lassen. Ja, wenn die Leute die Sachen mitnehmen, irgendwo müssen sie das Geld ja hintun. Ja, ja. Ja? Also keine Angst. Jetzt fehlt noch kein Cent. Wow. Kannst du mal sehen, wie rechtschaffend die Leute hier sind. Mhm. Mhm. Ich frag mal eben unten bei den Herrschaften nach. Ja, ja. Bin gleich wieder bei euch. Emmett, wie geht's dir? Ja, ja. Emmett, ich hätte gerne für $100 Essen. Kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Morgen? Kommt auf die Uhrzeit drauf an. Ich bin jetzt morgen schon ziemlich eingebunden. Also von 17 bis 20 Uhr bin ich komplett verplant. Was, komplett verpeilt? Verplant. Ach, verplant. Also ich weiß nicht, wenn du sagst, du bist früher Nachmittag da, dann schaffe ich's. Nee. Das glaube ich nicht. Welche Uhrzeit vormittags? Nachmittags. Früher Nachmittag. Wann? Also, ja, so zwischen, ja, wohl, sagen wir einfach mal 14 bis 17 Uhr. Da können die es vielleicht einrichten. Also ich muss 17 Uhr schon höchstwahrscheinlich in Saint-Denis sein, aber gut. Nach Saint-Denis, da will ich nie hin. Ja, da reiten wir aber nachher hin, das weißt du. Ja, dann machen wir das jetzt auch. Dann lass uns starten. Gut. Oh, die hauen sich hier auch schon wieder auf die Fresse. Eieiei. Oh, lieber Gott in Himmel. Hat's verdient. Als hallo. Ich boxt. Ist das hallo. Aber jetzt nicht. Gut. Also wenn du willst, Niki, können wir weiter. Dann ja, holen wir jetzt Bill ab, wenn er da ist. Mir wird hier zu viel geboxt. Gut. Ich schreibe es mir schon mal auf, ja. Okay. Bis dann. Bis später. Bis tschüss. Tschüss. Nur Mittagessen, du weißt ja, ne? Die Naschereien sollen sie sich selber kaufen. Ui, schicke Kitsche. Schön, wie das alles dahingestellt worden ist, wie die Zelte aufgebaut haben, ne? Ja, der Platz ist aber auch ideal. Die haben da richtig großes Areal, wo sie alles hinstellen konnten. Ja. Mal an, wie die da stehen bleiben. Ja. Die haben ja überhaupt gar keine Angst. Die sind es vielleicht auch schon gewohnt, dass hier so viele Leute vorbeireiten, seit Jackie und Wesley den Laden aufgemacht haben. Das kann natürlich auch sein. Weil das ja... Also ich war jetzt zweimal da und immer war da voll was los. Schön. Hm. Ja, gefällt mir auch. Wer? Der Laden? Ja. Ja, der ist schön. So,
jetzt reiten wir wohin? Zu Bill, wenn er da ist, und dann, der wollte eventuell mitkommen. Ja. Mal gucken, ob er drin ist. Gleich wieder da. Hallo Bill, bist du da? Bill? Ist nicht da. Schade. Na gut. So, ich habe dir mal was zu fressen gegeben. Dankeschön. Bitteschön. Okay, dann lass uns mal kurz zur Destille. Dann hole ich das Geld und dann können wir nach Saint-Denis los. Okay. Nach Saint-Denis, da will ich nie. Wir können auch außen rumreiten, aber der La Grasse ist ein bisschen gefährlich. Da sollen Banditen rummachen. Lieber nicht. Ich glaube, die habe ich mit David schon mal erwischt. Okay. Lieber nicht. Danach muss der in Saint-Denis erstmal wieder hochgeholt werden. Ja, ich auch. Mir. Er hat gesagt, wenn wir sie antreffen, soll ich ganz schnell wegreiten und da in Saint-Denis dann treffen. Das ist eingetroffen. Ja, bei mir war es genauso. Gestern hat Selina mich gerettet von den Wölfen. Ui. Ja, ja. Bin dann beim Doktor aufgewacht. Eieieiei. Ja, ich ging, also drei Wölfe konnte ich ja, ne? Aber der vierte, die anderen hatten mich ja dann auch schon so angeschlagen. Ich hab Glück gehabt, die hatten mir gute Salbe gegeben, dass er keine Narben hinterlassen hat. Oh, dann ist ja gut. Ja, ich habe Simone geschrieben. Ja. Wegen dem Kleid, aber jetzt schreibt sie nicht zurück. Oh, also ich habe sie jetzt auch bestimmt anderthalb Tage, zwei Tage nicht gesehen. Was ist mit dem Kleid? Ja, sie will mir ja ein Kleid kaufen. Ach so, okay. Oh mein Gott, ich und Kleid. Wieso, du hattest doch auf dem Fest auch ein Kleid und es sah doch gut aus. Ja, aber ich fühle mich nicht so gut. Ach was. So, bin gleich wieder da. Ja.
Tiere findest. Hm. Sonst nicht. Okay. Sonst nur mit, ja, nicht natürliche Art, ne? Hm. Musst du wissen. Also ich bin dafür überhaupt nicht. Nee, ich will es ja auch nicht machen, aber ich dachte, vielleicht gibt es ja noch eine andere so, Art, dass man das halt als natürliche dir. Weise halt das machen kann. Ich danke dir. Keine Ursache. Dann machen wir die andere. So, von mir aus können wir dann los. Niki? Ich muss wohl kurz in Gedanken sein. Ah. Warte. Oha, was? Oha, ich habe einen Bär gehört. Das ist bestimmt Bruno gewesen. Oh. Ja, ich höre es jetzt auch, glaube ich. Oder war es ein Hirsch? Also, wie gesagt, da hinten läuft manchmal Bruno rum. Achso. Aber der ist harmlos. Er hat hier schon so viele Bären gefressen, die mit Alkohol durchtränkt waren. Dem ist alles egal. Der macht sich aber noch ganz gut, ne? Meiner? Ja. Ja. Er ist ja auch, wird bald 29. Wenn ich überlege, wie am störrisch der am Anfang war, ne? Es ging eigentlich.
Ach, ich vermisse ja schon ein bisschen da oben meine Farm. Ne? Das glaube ich gerne. Howdy. Hallo. Howdy. Obwohl, da wo wir jetzt sind, ist auch schön, ne? Gibt's nichts, aber... Ja, ist so aber so weit weg. Schnell, so schnell am Wasser, schnell bei euch. Ja. Obwohl, die erste Farm da, die Valentine da, die war auch nicht schlecht. Ja. Weißt du, welche ich meine? Ja, die Valentine Farm. Mhm. Wo jetzt die andere Ranch ist. Ja. Aber die haben auch nicht oft auf, oder? Da habe ich jetzt nie so drauf geachtet. Wie geht's euch denn sonst so? Och, können eigentlich nicht klagen. Schön. Da ja Amadillo keine Brauerei mehr hat, denke ich mal, wird bei uns wieder ein bisschen mehr los sein als üblich. Wieso haben die denn keine Brauerei mehr? Die haben, die Brauerei hat aufgegeben, den Laden, der Saloon, die haben wohl nicht auf, haben wohl aufgegeben. Die Ranch. Die Ranch ist wohl weg. Also da die Amadillo Ranch? Ja. Sicher? Wurde ja so gesagt. Ja, die wollten wohl irgendwas anderes machen. Da musst du Bill fragen, der kennt die Geschichte wohl besser. Meine Güte, ne. Ich glaube, bei mir hat's Emmett mir, glaube ich, gesagt. Mhm. Heartland Farm ist auch zu auch weg. Welche Farm? Die Heartland Farm. Das war doch die von der Frieda, oder nicht? Ja, stimmt. Was macht die jetzt? Weißt du das? Nee. Das kann ich dir nicht sagen, das weiß ich nicht. Ich glaube, die Dame wurde gestern bei den zwei Herren angesprochen, wo dann später von... Die Stadterin ist auch nicht mehr da? Ja, die ist schon lange weg. Die schuldet uns noch 240 Dollar. Oh Mann. Mhm. Da war Joe wieder so blauäugig und hat die Sachen rausgegeben, ohne das Geld zu nehmen. Das ist nicht so gut. Das habe ich ihm auch gesagt. Ja. So ist es, ne? Ja, ich habe auch schon deswegen mit ihm geschimpft. Oha. Hallo, guten Tag. Audi. Hallo, Audi. Guten Tag. Audi. Audi.
meinst du, wie viele Dinger werde ich brauchen? 3 Stück? Puh, schwierig. Wir müssen mal gucken, wie groß die sind. Es kann auch sein, also 4, denke ich mal, werden Minimum sein. Dass du so ein Quadrat machen kannst. Ja. Und dann ist halt die Frage, bleibt er da drin oder kann er da rüberspringen? Ne? Also rüberspringen weiß ich nicht, wäre aber möglich. Boah. Ekelhaft die Geräusche hier schon. Boah. Ich eine Gänsehaut nach der anderen. Ja, lass uns mal rechts rumreiten, weil ich weiß nicht, da hinten ist, glaube ich, sind die Banditen immer irgendwo. Ja. Hör dir das mal an. Da Kühe, Vögel, Grillen. Nee, nee. Ich weiß schon, warum ich hier nicht gerne bin. Hier ist es unheimlich. Muss man nachts hier herumreiten? Nein. Warum nicht? Das hört mir ganz anders. Ach was. Boah. Stell dir mal vor, das Ding bricht hier zusammen. Wir klatschen hier rein. Naja, dann müssen wir aber ganz schnell schwimmen, weil sonst kommen die Krokodile. Ja, eben drum. Sieht schon ein bisschen aus wie im Urwald hier. Aber nicht so schön wie auf Guama. Das ist wohl wahr. Da gefällt es mir bei Guama besser. Wo heiraten die beiden überhaupt? Das weiß ich nicht. Die Simone hat einen Platz ausgesucht, die wollte sie mir letztens zeigen, aber da haben wir uns verpasst. Sie war da und ich war dort und dann wollten wir uns treffen und dann haben wir uns verpasst. Also ich würde ja Guama fühlen, wa? Oh, die haben das, glaube ich, irgendwo nordöstlich von unserer Destille was ausgesucht gehabt. Also sie zumindest. Mhm. Wie gesagt, ich habe es noch nicht gesehen. Sie wollte mal mit mir dahin, dass ich es vorher sehe. Aber Joe meinte, das wäre schön. Ich bin mal gespannt, wie der Joe im Anzug aussieht. Naja, auf deiner Feier hat er ja auch schon einen Anzug angehabt. Ja. Aber er wird sich wohl noch was anderes anziehen müssen oder was zum anderes Anziehen kaufen müssen. Aber bestimmt. Oh, aber was machst du, wenn jetzt hier einfach ein Krokodil rauskommt? Shotgun rausholen. Genau, aber... Oh. Echt, das ist nichts für mich. Oh. Ich mache hier 3 Kreuze, wenn wir wieder weg sind hier. Boah. Ganz ruhig, das war nur eine Schlange. Ja, ja. Also meine hat sich nicht erschreckt. Ja, aber da ist meine ein bisschen zickig mit Schlangen. Wer wohnt denn hier? Die Creme de la Creme. Zumindest hier sind ja jetzt auch 2 neue bei dem Diamanten-Ding. Ja, der glaube ich, dieser eine heißt glaube ich Winchester. Das war der Büchsemacher von Blackwater. Okay. So, sind gleich da. Aha. Na, das sieht doch nicht schlecht aus. Das sieht doch sehr gut aus. Oh, guck mal, was es da für tolle Sachen gibt. Oh.
Bei so einem hohen, bei so einem hohen Zaun, da brauchst du keine Angst haben, dass der Puma rüberspringt. Da brauche ich keine Angst mehr haben. Jetzt muss ich zu dem hin, ne? Ja. Ja, aber wie heißt das Ding? Das kann ich dir jetzt nicht sagen, aber... Lass mal gucken. Zelte wollen wir nicht. Grundausstattung, Holzbänke, Holzbänke, sonstiges. Zaunlang, was ist... Hätte ich gewusst, wie teuer so ein Anbindungsding ist, hätte ich mehr mitgenommen. Also ich würde sagen, Zaun lang, das ist hier vorne, der direkt hier nebenan. Dann Zaun provisorisch, das ist bestimmt das daneben dran. Schätze ich jedenfalls mal. Und Zaun hoch, das ist dann der große. Der große. Aber da müssten, also es müssten vier Zäune sein. Der Zaun hoch ist unten offen, habe ich das Gefühl. Warte mal gerade. Da ist aber auch einer, der ist nicht offen. Genau. Da steht aber auch nichts angeschrieben, ne? Das muss dann der Zaun sein. Gehe ich jede, also vermute ich jetzt mal. Dann muss ich was anders nochmal herkommen. Wieso, was kostet der denn? $50 jeweils. Ob der Holz oder der Eisen. Ui, das ist aber viel. Da ist der Zaun richtig billig. Der kostet nur $30. Naja, muss ich wann anders nochmal herkommen sonst. Also wie gesagt, ich bin der Meinung, das ist der Zaun lang. Das ist der Zaun provisorisch. Das ist der Zaun und das andere ist der Zaun hoch, weil der da unten offen ist. Ich würde vielleicht eher den Zaun lang nehmen. Den da? Ja, aber da könntest du eventuell mit 3 Stück auskommen. Der andere Zaun hoch, der ist ja nicht ganz so groß. Ja und? Ja gut, ich meine ja nur. Den rundherum bau? Ja, das musst du wissen. Ach komm, ich nehme 4 von den Zaun lang. Na? Gut, wie du willst. Lang hast du ja gesagt, soll der eine hier sein, ne? Der erste. Das muss der hier sein. Weil sonst würde der jetzt nicht Sinn machen, weil der sieht wirklich provisorisch aus, der nebendran. Dann Zaun hoch und Zaun lang und dann Zaun hoch, weil der unten offen ist. Vier Stück hast du gesagt? Ja, ich denke, 4 müssten lang, oder? Ekelhaft. Habe ich. Ekelhafte Aussprache. Okay. Gut. Dann kommen wir zurück. Alles klar. Was macht sie denn da? Eine Pumpe ausprobieren. Ah, wir haben noch eine. Ihr müsst halt auch eine Flasche voll machen. Müsst aber auch drauf achten, weil die geht ja mit der Zeit kaputt. Genau. Der Zaun auch, ne? Richtig, dann musst du dann halt so einen Zaun reparieren Kasten kaufen. Reparaturset. Genau. Aber das hatte ich jetzt, glaube ich, nur für was anderes gesehen, aber nicht für den Zaun. Ich glaube, das ist für alles gedacht. Mhm. Weil das gibt's, glaube ich, auch nur einmal, also. Mitch, ich glaube, dein Pferd testet den Zaun aus. Einmal verstecken. Ist gut. Ja, der ist ganz schön neugierig. So ein Bärenfell wäre auch was Feines.